Ich bin heute im Deutschen Museum. Bei mir ist Michael Eckert. Er ist Wissenschaftshistoriker, aber auch ein gelernter Physiker, wie ich weiß. Er bewegt sich also da, wo Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft sich treffen, an einer Stelle, die C.P. Snow einmal die zwei Welten genannt hat, die da zusammenkommen. Wie fassen Sie denn zusammen den Unterschied, den methodischen Unterschied zwischen dem, was ein Naturwissenschaftler tut und dem, was ein Geschichtsforscher tut? Wie sehen Sie da das Spannungsfeld? Ja, das ist wirklich ein Spannungsfeld. Also der Unterschied ist sehr gravierend. Als Physiker geht man normalerweise nicht in ein Archiv, um die Quellen der eigenen Arbeit sich einzuverleiben. Als Historiker muss man in Archive gehen und muss Zeitzeugen befragen, muss alles das, was ein normaler Historiker macht, das muss man auch als Wissenschaftshistoriker machen. Und dieses Handwerk muss man auch erstmal lernen, sich aneignen. In meinem Fall war es ein Learning by Doing. Wir hatten damals nicht die Zeit, erst noch ein Studium in Geschichte zu absolvieren. Wir mussten einfach, wir waren zu zweit in diesem ersten Projekt zur Festkörperphysikgeschichte. Wir mussten als Physiker dieses Handwerk des Historikers uns im Projektverlauf selber beibringen. In den 60er, 70er Jahren, glaube ich, war der normale Zugang zur Wissenschaftsgeschichte immer noch häufiger von den Wissenschaften aus und nicht von der Geschichte aus. Wie stark sehen Sie denn eigentlich den Faktor Interpretation von Daten im wissenschaftshistorischen Kontext? Ist das ein wichtiger oder der wichtigste Teil, mal abgesehen davon, dass natürlich die Aktenlage genau studiert werden muss? Oder ist Interpretation eigentlich nachgelagert etwas, was die Kür ist der Forschung? Wo sehen Sie da die Einordnung? Also das primäre Anliegen des Wissenschaftshistorikers, glaube ich, muss sein, die Wissenschaft der jeweiligen Zeit in den jeweiligen Kontext einzubetten. Interpretation heißt dann natürlich, was bedeutet das, was der Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin gemacht hat, für die Wissenschaft in der jeweiligen Zeit. Ein Physiker interessiert sich normalerweise nicht für die Biografie eines anderen Physikers, der zu irgendeiner Entdeckung kommt. Er interessiert sich für die Entdeckung selbst und will verstehen, wie diese Entdeckung zustande gekommen ist. Ein Wissenschaftshistoriker will verstehen, was denjenigen, der diese Entdeckung gemacht hat, motiviert hat, aus welchem Hintergrund er kommt, in welchem Umfeld sich diese Entdeckung bewährt. Alles das sind Fragen, die der Wissenschaftshistoriker eigentlich in den Vordergrund rückt. Die Entdeckung selbst sollte er zwar schon im Kern, in ihrer Entstehungsgeschichte natürlich auch mit erforschen, aber der Kontext ist primär wichtig. Also es geht schon auch um den Menschen, der Forschung betreibt, ja, und ja, nicht nur um das, was geforscht wurde. Ja. Wie sehen Sie denn eigentlich die Problematik jetzt bei so einem großen und auch sehr populistischen Thema wie der Frage, hat es eine deutsche Bombe gegeben, was ja in gewisser Weise auch der Anlass unseres Gesprächs ist? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Interpretationen der gleichen Faktenlage im Grunde genommen. Ich meine, die Fakten sind seit vielen Jahren, Jahrzehnten öffentlich. Wie kann denn das eigentlich sein, dass da so unterschiedliche Interpretationen passieren? Oder ist es auch eine Frage der Seriosität und damit dann auch zusammenhängend schadet das dann der etablierten Wissenschaftsgeschichte, wenn da so populistische Menschen auf den Plan treten und auch noch dieses Jahr Bücher veröffentlichen, wo sie also allen Ernstes behaupten, Amerika hätte die Bombe nur bauen können, weil sie den Deutschen das Know-how geklaut haben? Ja, ich glaube, das gibt es in jeder Disziplin. Da ist die Wissenschaftsgeschichte nicht einzigartig. Verschwörungstheorien gedeihen auch in der allgemeinen Geschichte, in allen Bereichen. Das schadet der Disziplin, glaube ich, nicht. Solange die Disziplin stark genug ist, diese jeweilige Verschwörungstheorie als solche dann zu entlarven. Ist sie stark genug Ihrer Meinung nach? Das hängt von dem jeweiligen Thema ab. Also das Thema kann so komplex sein, dass es sehr lange dauert, etwas als falsch zu entlarven. Die Geschichte der deutschen Atombombe oder der vermeintlichen deutschen Atombombe
ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Die Faktenlage ist extrem komplex. Es ist nicht so eindeutig, dass man sagt, hier hat man einen Bestand von Dokumenten, aus diesen Dokumenten geht eindeutig hervor, was damals passiert ist. Die Faktenlage ist wesentlich komplexer. Sie lässt Spielraum für Interpretation. Man muss mitbedenken, dass das, was in irgendeinem Bericht geschrieben wurde, an einen bestimmten Adressaten geschrieben wurde, an irgendeinen Reichsforschungsrat oder wie auch immer diese Institutionen hießen. Man muss mitbedenken, wer diesen Bericht geschrieben hat, welche Interessen er hatte. Es konnte sein, dass der Bericht geschrieben wurde, um zu dokumentieren. Ich, Wissenschaftler, bin wichtig, mich dürfte nicht an die Front schicken, zum Beispiel. Also es können alle möglichen Motive reinspielen. Man hat mit einem Wust von Daten und komplexen Problemen zu tun. Aber Sie wundert es eigentlich nicht, dass es zu unterschiedlichen Interpretationen nein, kommt? Nein, wundert mich überhaupt nicht. All diese Fragen sind extrem komplex, wenn man ihnen wirklich auf den Grund geht. Und die Geschichte der jeweiligen Interpretationen dazu zeigt ja auch, wie komplex das Thema ist. Also, Robert Jung hat darüber geschrieben, David Irving hat darüber geschrieben, der eine als Wissenschaftsjournalist, der andere als Historiker, Physiker, die beteiligt waren, haben darüber ihr Urteil abgegeben, Heisenberg und Weizsäcker und andere. Schon aus dieser Vorgeschichte her kann man erahnen, dass es sich um eine sehr komplexe Thematik handelt. Also es ist alles andere als eindeutig. Jetzt haben Sie mehrfach das Wort komplex erwähnt und da habe ich jetzt eine Assoziation, die zwar gar nichts mit Wissenschaftsgeschichte zu tun hat, aber sehr viel mit Wissenschaft, nämlich Komplexitätsforschung. Mhm. Also Komplexitätsforschung wird heute immer in ganz, ganz großen Teams betrieben. Es ist irgendwie auffällig und für mich eigentlich fast erstaunlich, dass Wissenschaftsgeschichte immer noch Einzelkämpfertum ist. Ja. Also ich kenne keine Gruppen, aber vielleicht korrigieren Sie mich, wenn das falsch ist, ich kenne keine Gruppen, Forschungsgruppen, wo wissenschaftsgeschichtlich untersucht wird. Und ich finde das fast ein bisschen merkwürdig, weil ja sehr viel ganz unterschiedliches Wissen einfließen könnte und müsste in wissenschaftliche Forschung. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Ja, also bei der deutschen Atombombe, bei der Geschichte, gab es keine Forschergruppe, die dieses Thema behandelt hat. Aber bei anderen Projekten gab es es durchaus. Also zur Geschichte der Quantenphysik zum Beispiel gab es in den 1960er Jahren ein Projekt, was in den USA betrieben wurde und was ich eigentlich auch als einen Beginn der professionellen Wissenschaftsgeschichte bezeichnen möchte. Das waren Leute um Thomas Kuhn, John Heilbronn, Paul Foreman, das sind so Namen, die in diesem Projekt ihre Karriere begonnen haben und seither mit ihren eigenen Arbeiten auch gezeigt haben, was eigentlich professionelle Physikgeschichte heißen kann oder heißen sollte. Das Projekt, in dem ich selber angefangen habe, war auch eine Zusammenarbeit von Gruppen. Wir hatten in den USA eine Gruppe, in England eine Gruppe und am Schluss in Frankreich auch noch eine Gruppe. Also das war ein großes internationales Team, was die Geschichte der Festkörperphysik erforscht hat. Aber es ist richtig, dass zumindest in Deutschland Wissenschaftsgeschichte immer noch weitgehend, oder Physikgeschichte, ich beschränke mich mal auf die Physikgeschichte, immer noch weitgehend in Einzelkämpfer Dasein fristet. Wenn Sie jetzt aber von Teams sprechen, verstehe ich das so, nicht wissend, ob es auch richtig ist, dass da Experten, Physiker unterschiedlicher Richtungen drin sind. Wenn Sie jetzt von Quantenphysik sprechen, das ist ja nun auch wirklich ein ziemlich zähes und schwieriges Thema. Ja. Da braucht man dann Spezialisten für diesen geschichtlichen Kontext, über den wir gesprochen haben. Ganz anderes Know-how und eine andere Qualifikation nötig. Also ich könnte mir denken, dass das bis hinein in die Psychologie geht und in die Verhaltensforschung und in solche Disziplinen, die sozusagen wissen, wie Menschen funktionieren und anhand dessen, wie sie sich äußern, auch Rückschlüsse auf die Person geben können. Liege ich da ganz falsch oder sehen Sie das schon als einen interessanten Ansatz? Ja, wird darüber auch in der Wissenschaftsgeschichte gesprochen, über solche Aspekte? Es wäre wünschenswert, dass man in so großen Teams wissenschaftshistorische Themen behandelt, aber die Realität sieht anders aus. Also die Realität sieht so aus, dass man wirklich um jedes einzelne Thema erstmal kämpfen muss, um überhaupt eine Stelle dafür zu kriegen.
Ist die Wissenschaftsgeschichte eine Art Underdog der Geschichtsforschung? Ja, kann man fast so sagen, ja. Ja. Das ist doch eigentlich ziemlich schade, nicht? Als Klammer zwischen der der Welt der Naturwissenschaften und der Gesellschaft ist das doch eigentlich eine ganz wichtige Funktion, die die haben könnte. Es liegt auch vielleicht daran, dass das Themenfeld der Wissenschaftsgeschichte nicht so scharf definiert ist. Also man hat Berührungen zur Wissenschaftsphilosophie, man hat Berührungen zur Wissenschaftstheorie, zu den Wissenschaften selbst. Und je nach Fach bieten sich da andere Konstellationen an. Die Medizingeschichte zum Beispiel hat in ihrer Tradition eigentlich immer, dass zumindest an jeder Universität, wo Medizin gelehrt wird, ist dann auch ein Lehrstuhl, der für Medizingeschichte da ist. Das ist noch am besten institutionalisiert. In der Physikgeschichte ist das Interesse der Physiker an der Physikgeschichte leider sehr schwach ausgebildet. Haben gar kein Interesse, vielleicht noch die Chemie, könnte ich mir denken, in der Chemie durch die Industrie auch gefördert. Vielleicht ein bisschen stärker, aber auch nicht so viel unterschiedlich. Und die neueren Trends in der Wissenschaftsgeschichte sind eben dann auch weg von der Disziplingeschichte. Also man bezeichnet sich dann als Wissenschaftshistoriker und nicht als Physikhistoriker zum Beispiel. Was lernt die Gesellschaft aus der Wissenschaft? Können wir aus der Vergangenheit lernen, wir als Gesellschaft? Oder sagen Sie, nee, also wir machen Wissenschaftsgeschichte und das ist die Vergangenheit und das ist und damit ist es zu Ende? Da gilt für die Wissenschaftsgeschichte das Gleiche, was für die Allgemeingeschichte gilt. Ich glaube, man kann immer aus der Vergangenheit lernen in einem allgemeinen Sinn, also im Sinn von Aufklärung über was die Triebkräfte in der Geschichte sind, welche Rolle Interessen spielen. Man kann, glaube ich, nicht aus der Vergangenheit lernen in konkreten Anlässen und keine konkreten Handlungsanweisungen daraus ableiten, auch in der Wissenschaft nicht. Glauben Sie, dass man als Wissenschaftshistoriker auch den Blick nach vorne werfen kann, soll? Im Sinne von Geschichte ist ja ein Prozess, der nicht mit dem Jetzt aufhört, sondern auch weitergeht. Oder anders gesagt, Stetigkeit in der Geschichte ist ja durchaus auch ein Prinzip, wenngleich es auch manchmal durchbrochen wird und dann unvorhergesehene Ereignisse eintreten können, die eine stetige Entwicklung durchbrechen. Aber gibt es so etwas wie, ich beschäftige mich mit der Vergangenheit, um zumindest Möglichkeiten zu sehen, wohin wir uns entwickeln als Gesellschaft oder entwickeln könnten? Also die Frage der Zukunft. Ja. Ja, ich meine, aktuelle Beispiele, gerade hier im Museum, sind eine Ausstellung über das Anthropozän. Die Diskussion über das Anthropozän ist ja eigentlich auch eine Frage über die Zukunft. Wie wird man in Zukunft das Menschenzeitalter bewerten? Spricht man, kann man überhaupt legitimerweise von einem Menschenzeitalter reden, so wie man von anderen geologisch geprägten Zeitaltern redet? Also insofern steuert und das Anthropozän, die Geschichte dieser Anthropozän-Diskussion ist auch dann sehr schnell eine wissenschaftshistorische Angelegenheit. Man sucht den Einfluss des Menschen natürlich in der Vergangenheit, aber mit Blick auf bleibende Folgen, die man auch in künftigen Jahrhunderten und Jahrtausenden noch feststellen wird. Das ist so ein Beispiel, wo Wissenschaftsgeschichte und Zukunftsforschung irgendwie sich berühren. Aber ich glaube doch, das sind eher seltene Ereignisse in der Wissenschaftsgeschichte. Das normale Geschäft der Wissenschaftsgeschichte ist schon die Vergangenheit und zum Teil auch weit zurückliegende Vergangenheiten. Weil wir angefangen haben mit C.P. Snow und den zwei Kulturen. Manchmal ist es so, dass auch innerhalb der Wissenschaftsgeschichte die Verschiedenheit so groß ist zwischen verschiedenen wissenschaftshistorischen Arbeiten. Wenn ich mit jemandem unterhalte, der über Ptolemäus arbeitet, dann ist für mich das ein größerer Sprung, als wenn ich mich mit einem Physiker unterhalte über ein Thema aus der aktuellen Physik, obwohl ich Physikhistoriker bin und kein Physiker mehr. Dankeschön. Gerne.